Es ist nicht mehr viel übrig von Gruninger. Über 200 Mitarbeiter haben hier Fleischwaren für Restaurants und Supermärkte in ganz Deutschland hergestellt. Was bleibt, ist ein zweistelliger Millionenschaden. Die Beschäftigten sind fassungslos. Vor der Kamera wollen sie sich nicht äußern. Zutiefst ist der Schmerz. Die Geschäftsleitung blickt unterdessen nach vorne. Die Produktionshallen sollen wieder aufgebaut werden. Gestern noch bekannte sich der Inhaber Michael Gruninger zum Standort Freiburg. Heute versieht er diese Aussage mit einem kleinen Fragezeichen. Wir sind in Gesprächen mit der Stadt, da ist noch kein abschließendes Ergebnis da, aber wir wollen der Stadt, wenn es geht, den Rücken nicht kehren, weil wir immer ein Freiburg-Unternehmen waren und normalerweise auch wirklich zur Stadt stehen. Aber jetzt muss man sehen, dass man auch den geeigneten Standort findet, den wir noch nicht gefunden haben. Wäre das dann auch möglich, dass Sie woanders einen Standort suchen? Grundsätzlich ist es möglich, aber es liegt nicht unser Hauptaugenmerk drauf. Aber grundsätzlich könnten wir natürlich auch außerhalb des Stadtgebiets uns ansiedeln. Die Büros der Fleischerei sind derzeit provisorisch im Industriegebiet untergebracht. Die Filiale in der Innenstadt sowie die Stammkunden beziehen ihr Fleisch jetzt aus Umkirch. Dort produziert Gruninger das Nötigste übergangsweise. Supermärkte gehen momentan leer aus. Am liebsten würde das Freiburger Unternehmen wieder einen Standort im Industriegebiet Nord finden. Ob das gelingt, ist zweifelhaft. Bürgermeister Otto Neidig ist aber sicher, das Unternehmen in Freiburg halten zu können. Wir haben drei konkrete Standorte ins Auge gefasst mit der Firma Gruninger am Dienstagmorgen und die werden derzeit untersucht, werden auch von der Firma Gruninger bewertet und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen da zu einer Entscheidung kommen können. Da sind auch Standorte bei im Industriegebiet Nord. Die sind allerdings noch nicht in unserem Besitz, da müssen wir noch mit Dritten verhandeln, um da die Möglichkeiten zu eröffnen. Sicher ist nur, in der Einsteinstraße wird das Unternehmen nicht bleiben. 8 bis 12 Monate dauert der Abriss, ein weiteres Jahr der Wiederaufbau. Zu viel Zeit, denn die Konkurrenz lauert bereits darauf, Gruninger Kunden abzuwerben. In der Filiale am Bertholdsbrunnen wird die Standortfrage unterdessen weniger eingesehen. Es herrscht Zuversicht. Unser Seniorchef, Herr Gruninger und Herr Michael, zugesichert, dass mir die Firma wieder aufgebaut wird. Und daher hat auch keiner Angst um seinen Arbeitsplatz. Am Tag nach dem Brand waren die Einkaufstüten besonders gut gefüllt. Ob nun aus Angst vor Warenknappheit oder Solidarität mit dem Traditionsunternehmen, vorerst scheinen die Kunden dem Betrieb die Treue zu halten. Bei Gruninger hofft man, dass dieser Zustand bis zur Eröffnung der neuen Produktionshallen anhält und die Tore nicht endgültig ins Schloss fallen.